Nein! Alter, das ist ein Gummibärenband, der gerade läuft. Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem wunderschönen Saterland. Saterland, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist hier oben Richtung Nordsee, also ein bisschen weiter nördlich gelegen als bei uns da Senden, Dülmen. Das ist hier die Hauptstraße. Also, wie heißt die Hauptstraße? Und es ist die Hauptstraße. Und ich bin heute zu Gast bei Onkel Kramer. Vielleicht kennen den einige von euch. Onkel Kramer macht Vending Machines, also Automaten. Ich habe mir gedacht, ich besuche ihn und bringe ein paar Sachen mit. Den Hintergrund seht ihr gleich. Nein, also der Paul möchte gerne einen Automaten mit US-Candy füllen. Klar. Kann ich mir gerne bei helfen. Deswegen habe ich so ein kleines bisschen was vorbereitet. Fleißig am Putzen. Guten Tag! Moin! Ach, Marcel, hi! Wo rein hier? Oh, vielleicht ein Zufall, dass du gerade hier bist. Oh, du hast zufällig ein Köpfchen mitgebracht. Ja, Paul. Hi, YouTube-Paul. Onkel Kramer. YouTube-Kanal seht ihr unten. Der macht sowas hier. Vending Machines. Vending heißt es, ne? Vending. Ja. Verkaufsautomaten. Als Kaffee, als Kühl, als Eisautomaten. Hm? Zocker, Popcorn, ja, Greifmaschinen und Air-Hockey. Air-Hockey, mega. Will ich haben. Bei uns oben die erste Etage habe ich noch so 50 Quadratmeter Platz. Da würde ich gerne sowas hinstellen. Finde ich voll geil. Macht auch mega Spaß. Ist nicht der Umsatzbringer, aber bringt Leute ran. Du betreibst hier eine Art Kiosk. Ja, genau. Automaten-Kiosk. Ursprünglich habe ich nur Snacks und Getränke verkauft. Man muss immer so ein bisschen was haben, um die Leute noch mehr zu locken. Aber das ist geil. Ja. Das. Gut. Schmeißen. Das klingt immer sehr gut. Was nehmen wir? Red Bull, ja. Ich will das abnehmen, sonst. Du würdest jetzt hier reinfallen, da reinfallen und genau, da raus. Genau, okay, dann ist die ganze Klappe. Danke. Bitte. Das ist cool. Ja. Die Dinger kannst du halt rausnehmen hier. Mhm. Dann werden die von hinten befüllt, den spannst du einmal, dann kannst du die befüllen. Und dann hast du immer das frische vorne, das alte hinten, das kalte, was so nicht kalt ist, sag ich mal. Die meisten, die ich jetzt gesehen habe, die füllen das immer vorne, dass du von vorne reindrücken. Wo ich mir denke, von hinten ist das sinniger. Ja, du kannst natürlich die sagen, okay, ich packe hier vorne ja, rein, zack. Nee, aber du hast dann das kalte ja nicht vorne. Ne? Ihr denkt mit. Ja, ja. Ja. Ja, aber anstellen, hier ist das Kleingeld ein bisschen drin. Hier oben landen dann die Scheine. Oh, das ist wunderbar, danke. 5 Euro. War schön 5 mit dir. Euro. Das ist echt, das habe ich auch bei ein paar Videos gesehen, dass du das eben so nachher mitnehmen kannst, reingucken kannst, wie viel hast du da drin. Oben ist noch mal so eine Klappe hier, genau, die benutzt aber keiner, weil es umständlich ist. Die Amis benutzen die. Ja, ja, genau. Ja, so sieht es ein Automat von innen aus, weil der junge Mann hat nicht nur einen Automatenladen und befüllt die Dinger, nein, er verkauft die auch. Oder vermittelt die, du mal so aus, ja, kann man so ausdrücken, ne? Ja, genau. Das ist jetzt eine, was war das? Master-Slave-Kombination heißt das? Genau, das sind zwei Automaten, die quasi kombiniert sind. Im einen ist rein für Getränke und das hier, da kann man auch Getränke reinpacken. Aber es ist eigentlich für Snacks gedacht mit einzelnen Etagen, wo man dann auch selber mit die Spiralen ändern kann. Du kannst auch ein Laufband reinsetzen. Also hier unten sieht man auch ein Laufband hier. Okay. Hast du kommt. Auf so. Der kalibriert sich einmal. Da fallen die dann drauf und dann nicht da unten direkt rein. Genau, okay. Aber es läuft alles komplett über den Automaten, das heißt darüber Kohle rein und dann, okay. Genau, richtig. Du wählst jetzt die Nummer aus. 9, easy. 6, 7, oben die Chips. Da passt nicht so viel Mütchen. Ich kann das rausstellen, weil es keine Scheibe da ist. Ah, easy. Kann man hier reingreifen. Gut. Leckere Chips. Sehr schön. Hier unten hast du wahrscheinlich genau. Ja, schön. Schaumstoff drin. Beschlägt jetzt ein bisschen, weil wir natürlich die Tür aufgemacht haben. Ja, ja, aber du hast ja gekühlt, ne? Genau, richtig. Und im Winter sagst du noch eine Heizung mit drin. Im Winter ist eine Heizung mit drin.
Normalerweise ist hier noch eine Starkschutzscheibe vor, die habe ich abgemacht, und weil das ja Indoor ist und eh überwacht ist. Ein Dach ist drauf, also kann man Regen reinstellen. Also wasserdicht. Wasserdicht ist er, genau. Da kann auch Regen ranprasseln, das können die alle. Kein Thema. Du kannst EC-Karte, Cash, also genau. Scheine. Münze, Schein, Karte. Cool. Und ich sehe von zu Hause über die App, was verkauft worden ist halt. Das wollte ich gerade sagen, was ist, wenn das Ding leer ist? Dann musst du irgendwie. Genau, ich habe mal eine Nachricht, ich habe hier meinen Najax, da kann ich dann reingehen und sagen, okay, ja, hier das verkauft. Und sehe halt, wie viele Produkte hier ist. Wenn ich jetzt mal Empfang hätte, dann würde ich das auch zeigen können. Aber das Ding braucht keinen Empfang, das hat hier wahrscheinlich irgendwie. Das hat eine SIM-Karte drin und hier ist die Antenne. Und dann wird das Ganze quasi zur Zentrale gesendet und kann ich hier auf meine Maschine raufgehen. Dann sehe ich die Produktkarte, dann sehe ich, welchen Produkt wie viel da ist. Kann mir auch Listen erstellen lassen, was ich nachfinden muss. Ich brauche nicht umsonst hinfahren und arbeiten, das, das macht der Automat. Ich fände sowas sehr geil bei uns vom Laden. Wir haben da so eine kleine Fläche. Wir haben ja kein Ladenlokal mehr bei uns in Dülmen und deswegen wäre es cool, wenn man so ein Ding vorne vorstehen hat. Ein Vorteil ist ja, du hast rund um die Uhr offen. Du hast ja sonst die Sachen im Lagerhaus drin. Kaufst natürlich auch online bei dir auf der Seite. Ja. Und hast aber den Vorteil, dass du rund um die Uhr verkaufen kannst, ohne Personal halt. Ne? Gut, irgendwann musst du Geld rausholen. Voll ärgerlich. Verdammt! Das verstopft das nachher. Aber ansonsten. Ganz wichtig sind Kondome, OBs, Feuerzeuge und ein Schwangerschaftstest. Ja, ich hatte auch noch Drahtkerzen, sind jetzt aber aus. Ja, jetzt haben wir so ein paar Sachen hierbei, um zu gucken, ob das vielleicht da irgendwie reinpasst. Weil natürlich hier etwas größere Tüten, ne? Sowas hier oder auch sowas. Dann gibt es die ganz kleinen, die Mike and Ike's, die wir noch haben. Die habe ich in den USA sehr oft gesehen in solchen Automaten. Kann man auf jeden Fall auch da reinpacken. Und ja, klar, wer kennt es nicht, ne? Calypso, Dauerbrenner, Gatorade. Kennst du davon überhaupt irgendwie sowas so grob oder? Pass mal auf, jetzt hier, unser Profi. Jetzt das kenne ich. Okay. Das kenne ich auch, aber nicht in der Packungsgröße. Mhm. Kenne ich nicht. Sehr lecker. Kenne ich nicht. Ich war auf der Süßigkeitenmesse. Okay. Aber auch da habe ich sowas nicht gesehen. Und also nur Twizzlers sind mega da drüben. Weingummi, was du so ernst probieren. Plompens hier. Ja. Lecker. Die sind geil. Ja. Mega. Die hatten ja auch einen eigenen Stand, einen Nerdstand, und sie sind auch mega gefragt, die Produkte. Ja. Kenne ich nicht. Zuckerwatte? Ja, kenne ich nicht. Weiß nicht, ob die vielleicht zu dünn sind für den Automaten, weil das ist. Aber nee, das geht. Ja? Also da sind ja oben hier diese Doppelspiralen drin. Ah, und da können sie jetzt hochkant reinstellen, ein bisschen schmalere Spiralen. Und dann würden die reinpassen. Okay. Also ich will ja sowieso hier im Laden, wer gucken möchte, hier kommt in spätestens 4 Wochen steht ein Automat hier, der komplett mit diesen Produkten gefüllt ist, weil ich denke mal, dass es einfach ein Kundenlocker ist. Ich habe ja vorher eigentlich drüber nachgedacht und dann hast du durch Zufall angerufen bei mir. Super. Gedanken übertragen. Ja. Und das ist sowas, das hat keiner und das wird sich hundertprozentig richtig gut verkaufen und da kann man auch sehen, welche Konfiguration man braucht und entweder steht bei dir einer, bei mir auf jeden Fall. Gut. Dann haben wir hier Cookies. Kenne ich, aber nicht so in der Größe. Mhm. Das sind super Automatengrößen, weil viele haben ja, da haben wir jetzt Trolley zum Beispiel oben drin, ja. Ist einfach viel zu groß. Und das ist die perfekte Automatengröße, Doppelspirale und dann rein damit. Auch super Automatengröße. Kennst du? Kenne ich nicht, nein. Wirst du wie geschnitten Brot verkaufen, da kannst du direkt eine Palette von nehmen, schwöre ich dir. Das sind aber so scharf. Ja, das ist leicht scharf. Ja. Das ist ein Mais-Tortilla mit ja, etwas Schärfe. Drück es mal so aus. Das sind Pretzels. Ja, gefüllt mit Erdnussbutter. Die normalen Pretzels kenne ich ja, aber die sind auch super gefragt eigentlich. Das gleiche nur mit Cheddar Cheese Bacon Geschmack. Das schmeckt? Mega gut. Das sieht aus wie Hundefutter. Hier der Pommes Man. Ja. Ich verlinke das Video mal unten. Schick dir das auch mal rüber. Der hat das probiert. Pommes mega. Man ist sowieso der Geist. Ja. Ja, schöne Grüße an Pommes Man, an Carsten. Ja. Gut. Das also. Sieht schon lecker aus. Das sieht geil aus. Ich hatte letztes Mal in München. Bei so einem Chinesen gab es die chinesischen Sorten dann. Ne? Ja, das Matcha haben wir auch, ist auch chinesisch, also asiatisch. Wir haben die noch als Minze. Also ja. Ist nur eine kleine Auswahl von dem, was wir insgesamt im Shop haben. Die noch mal etwas größer, die Nerds. Genau, aber mit Weingummi innen drin. Geile okay. Kombination, wirklich geil. Das ist geil. Pop-Tarts. Genau. Das ist so eine Fruchttasche in Anführungsstrichen. Die kannst du kalt oder warm essen, die kannst du auch so essen. Apfeltasche. Genau. Also was wie Mamba Mauam. Ja. Ja. Reese's, alles was mit Schokolade, Erdnussbutter zu ja, tun hat. Ja, die gehen auch gut. Mega. Die gehen gut. Nochmal kleinere Nerds. Ich weiß nicht, ob die zu klein sind. Nee, die sind eigentlich auch gut. Kann man ja? hier, wir sehen das hier in der 956, wo jetzt die Pico Baller okay. sind, kann man die ideal reinstellen. Also das ist eine perfekte Größe und du hast nicht viel Platz verschenkt. Ne? Ja. Das ist wirklich geil. Übrigens, wenn MCS das hier sieht, ne? Hallo Thorsten oder Naschwelt, hallo Daniel, ne? Ihr könnt gerne mal sowas in euer Sortiment mit aufnehmen, weil das ist wirklich absolut der Hammer. Und
dürft ihr euch gerne bei mir melden, ich vermittle das. Erst bitte bei mir, ich krieg die Prozente da, ne? Das ist auch geil, das kenne ich. Ja. Das ist mega geil. Haben wir in 5, 6 verschiedenen Sorten. Kennst du das? Was ist das denn, Alter? Sprühkäse. Sprühgehackt, das habe ich ja schon gehört, aber mega gut. Das ist auf Kekse, auf Chips. Ah, geil, Alter. Ja. Also eine schöne Alternative für Veganer, die kein Sprühgehacktes mögen. Schwer zu beschreiben, Weingummi. Drück es mal so aus. Wenn du das isst, denkst du, du bist in den 90ern. Das ist so krass vom Geschmack her. Das sieht genauso aus, wenn du es aufmachst. Ja. Kannst du auch gerne mal aufmachen. Kannst du mal. Alles ist wirklich krass. Die sind einzeln eingepackt. Ganz wichtig, wenn man die aufmacht, erst auseinandernehmen. Nicht direkt essen. Wirst du gleich merken, warum. Die sind aber nicht scharf oder sowas. Nein, gar nicht. Musst du ein bisschen aufrollen, weil sonst hast du Plastik im Mund. Ah, hier, da ist es. Bin nicht das ideale Handmodel, ich habe ein bisschen Schuppenflechte, aber für YouTube reicht das immer noch. Die gibt es auch mit Zungentattoos. Dann hast du da, wenn du auf die Zunge drauflegst, ein Tattoo nachher auf der Zunge. Ja. Geil. Allein der Geruch, also das gibt es hier nicht. Nein. Also, ich liebe die Dinger. Gibt es in verschiedenen Geschmäckern, verschiedenen Farben, habe auch alles da. Aber es ist so der Top-Seller davon. Richtig geil. Größe der Packung, weiß ich nicht. Geht. Wird, glaube ich, schwer. Also ich habe gedacht, so vielleicht hier so die Bigs, also die... Oder breite mal gucken. Das ist praktisch, wenn man gerade so einen Automaten hier stehen hat und direkt mal ausprobieren kann, was passt denn da so rein. Weil wenn wir so ein Ding wirklich bei uns im Laden stehen haben, dann würde ich auch so eine Konfiguration nach meinen Vorstellungen so ein bisschen reinpacken. Ah, guck mal. Würde dann so drin sitzen, ne? Cool. Gerade wäre natürlich schöner. Ja, aber egal, wenn es funktioniert. Das Laufband wäre zu schmal. Die Tatenhöhe müssen wir noch anpassen. Ne? Du kannst die Höhen auch variieren, hast du gesagt, ne? Genau, die Höhen kannst du anpassen und auch die Breiten der Spiralen. Aber man könnte es jetzt auch mal ein bisschen breiter machen, ne? Aber ja, kannst du den ja auch, okay. War das zu eng? Nee. Aber so wie oben mit Doppelspirale, das geht natürlich auch. Cool. Sehr schön. Ah, geil. Ja. Erdnussbutter. Guck mal, ich habe ja nur diese Standardsorten hier. Gott sprach, es werde Licht. Der Fahrstuhl. Noch. Gott spare es. Jetzt. Also wir haben da noch Pretzels von Peanut Butter, Crispy, wir haben, ich weiß nicht, 5, 6 verschiedene Sorten. Wir haben noch White, wir haben White mit Erdnüssen und so. Also wir haben da einige von. Auch in verschiedenen Größen. Das Geile ist auch die Packungsgröße, weil es nochmal hochkant besser reinpasst als quer. Okay. Was ist jetzt so die, glaube ich, die 80 Gramm, muss das sein? 80, Nee, das ist 46. Die 80er sind die Share Size, die sind ein Ticken größer. Ja. Haben wir auch noch da. Geil. Mhm. Kit Kat, was ist da drin? Popcorn. Salted Caramel Popcorn. Aber Popcorn geht ja sowieso momentan für alles, sagst du zuvor, ne? Das ist geil. Geil, geil. Sour Patch, habe ich gedacht, hatten wir das schon mal hier in der Variation. Genau. Dass man das, weiß ich nicht, was besser für den Automaten wäre, keine Ahnung. Hier ist es natürlich blöd, weil es hochkant drin stehen würde, weil man sonst so viel Platz verschenkt. Ja. Und die Tüte wäre wirklich ideal. Weil es auch schön auf der Präsentation ist. Ja, das auf jeden Fall. Das sieht aus wie Tabletten, oder? Ja. Das ist Weingummi mit Zuckerguss drumherum. Ja. Das, ist so, das würde ich jetzt sagen, so corny auf amerikanisch. Ja, genau. Nur eben mit S'mores, also mit, sagen. Baiser. Ja. Das ist, geht so Richtung Schaumkuss. Haben wir Kunden, die kaufen also 16 Stück immer, so eine ganze Einheit, Verkaufseinheit davon. Riegel ging gut? Ja. Was sprich mal aus. Watcher McCallit. Ja. Riegel kannst du auch gut verkaufen. Kannst du nämlich hier schön hochkant reinstellen. Ja, guck mal. Wieder für gemacht. Die laufen super durch und Riegel. Im Sommer laufen die jetzt nicht so gut, aber alles dann ab September wieder ist Riegelware richtig gefragt im Automaten. Das ist so Reiskrisp in Karamell getunkt und danach in Schokolade getunkt. Nur damit es mal so. Ja. Ja, auch wieder Riegel. Einmal Reetz. Ja. Reese's ist so, da sind jetzt 5 Sachen drin. Reese's heißt das, ich sag mal Reetz, ja. Nee, Reese's. Reese's ist der ehemalige Konditorchef von Hershey. Da kommt das Ganze. Da ist jetzt ein Keks drin, da sind Erdnüsse drin, Karamell drin, Schokolade drin und eine Brezel. Mein Mitgründer wurde auf der Messe von dem Reese's Maskottchen verkloppt. Oh, nicht benommen. Butterscotch, so richtig schön Butterscotch-Geschmack. Was heißt Butterscotch? Es ist so ein englisches, so Toffee, so ein bisschen... Herber, aber geil. Das hier ist Milky Way, hätte ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkannt. Ja, es ist Fudge, das ist so ein, wie soll man sagen, ich sage mal so eine Art Brownie. Das ist wirklich sehr, sehr schokoladig. Brownie, ich bin ja ein Brownie. Ja? Ich war mal Zeit lang viel in Frankreich und da gab es immer. Ja. Es ist so wie unser Mars, aber ein bisschen kerniger. Mhm. Nicht so karamellig mehr. Das Geile ist, du kannst das jetzt hier zumachen, halt mal fest.
Einfach drehen. Ja. Das bleibt dann zu. Das ist geil, das hast du mal musst du echt. Ja. Ja, Fanta habe ich einfach mal gedacht, ein paar Sorten mitnehmen, die wir haben. Fanta? Ist ein Unterschied, habe ich jetzt gelernt. Ich habe zwar auch die anderen Sorten drin, und die werden mittlerweile richtig gut gekauft, aber die US-Sorten, die ballern richtig. Ja. Du hast da Mais-Sirup drin, dadurch hast du einen intensiveren Geschmack, ein paar andere Inhaltsstoffe und es ist mehr drin. Da sind 355 statt 330 drin. Also das ist ein, du bezahlst zwar erstmal mehr, auch im EK, also wer einen Automaten dann füllen will, muss sich darauf einstellen, dass die Sachen natürlich teurer sind, aber du machst ja eh den Aufschlag drauf. Und von daher ist es ja schöner, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Aufschlag auch noch hast und dafür aber auch mehr verkaufst. Und da sollte man nicht immer auf den Preis achten. Sonst, ihr kauft ja auch Red Bull ein. Und habt zwar auch Action, aber verkauft auch am meisten Red Bull und nicht Action. Also es geht nicht immer nur um den EK-Preis. Ja. VK-Preis zählt natürlich auch. Ja, Fanta Berry, 7-Up Sherry. Oh, geil. Ja, schön eisgekühlt trinken, mega gut. Ich feiere das schon bei McDonald's immer, wenn es dazwischen mal was mit Kirsche gibt. Ja. Also. Wir haben auch Sprite Sherry ab und an. Das Ding schmeckt wie ein Chupa Chups Wassermelonen-Lolli. 1:1. So krass, so geil. Auch so süß? Mega, es ist wirklich geil. Ja, ne, Fanta Peach. Ich mag diese Dosen ja lieber, dieses Bauchige, als die länglichen. Diese länglichen Dinger, ne, ja. Vor allem steht es auch schöner im Getränkehalter. Ja. Weil wenn du einmal eine Kurve fährst, dann... Er hat Spaß, wenn man nimmt. Das oh, weiß ich nicht. Geil ist das denn? Da muss ich jetzt mal meiner Freundin, meiner Frau, ein Foto schicken. Mac and Cheese, ich glaube, es gibt nichts Amerikanischeres, was so Essen angeht. Klar, Hamburger oder so, aber das ist so, das ist fertig. Einfach Wasser, ja, heiß machen. Habe ich auch als Cups, also so hier zum, ne, wie so 5 Minuten Terrin. Ja, ja, genau. Haben wir auch da. Das war jetzt nur die Variante da, die ich mitgebracht habe. Das ist aber geil. Die sind geil. Ne? Habt ihr noch mehr solche Sachen? Also ich sag mal Also Junggesellen, ja, ja. Kochartikel. So von Rahmen, so viele, wirklich. Ja. Aber ich sehe das ja nächste Woche. Ja. Wir haben auch Lucky Charms Frühstückscerealien, auch in der Größe wie so eine 5-Minuten-Terrine. Ja. Voll gut. Kennst du die? Die kenne ich nicht, nein. Nein? Kennst du The Big Bang Theory? Kenne ich, ja. Sheldon Cooper feiert die dermaßen. Da haben wir Kunden, die kommen da rein, die kaufen da so 12 Packungen, also eine ganze VE, einfach mal so verrückt, wirklich. Meine Frau ist auch Big Bang Theory. Ja. Was haben wir noch? Ja, und das ist sowas wie hier Mauernkracher, kennst du? Ja, aber mit ganz anderem Geschmack. Also ganz anders. Gut, veganer. Bei uns muss man sagen, schmeckt alles so ziemlich gleich. Ja, das ist ein Bruchteil von dem, was wir wirklich bei uns im Shop haben. Probier es aus, guck, was reinpasst. Also hierauf bin ich mega gespannt. Du musst dir am besten einen Cracker besorgen. Ja. Und den Cracker oben drauf und dann drückst du drauf. Dann kommt durch diese Löcher, siehst du dann, wie sich so eine Spirale aufbaut. Kann ich so? Kannst du so, aber nicht so viel, weil das ist echt widerspenstig, das Zeug. Ja, ich bin rein. Boah, das ist geil. Das ist alles schön im Gesicht verteilt. Geil. So muss das sein. Ja, 100%. Wolltest du auch Tempo haben? Das ist super. Ja, das ist jedes Mal, wenn man Sprühkäse rausholt, das erste ist, geil. Was man nicht machen sollte, das Zeug einfach komplett in den Hals rein. Das haben wir mal gehabt auf dem Geburtstag. Das ist sehr dickflüssig. Es ist nicht wie, wie Schlagsahne, sondern ja, einfach dickflüssiger. Und das geht auch ganz schön in den Hals rein. Nette Auswahl. Also das ist super, super lecker. Und das wird hier definitiv ein Anziehungspunkt, dass noch mehr Kunden reinkommen. Wenn sich das einfach rumspricht, wenn ich auf Facebook ein bisschen Werbung mache, dann ist das noch wieder ein Anziehungspunkt und heißt auch noch wieder mehr Umsatz für meine anderen Dinger. Werdet ihr natürlich dann sehen. Und nächste Woche gucke ich bei dir vorbei. Und dann schauen wir mal. Sehr gerne. Wir essen jetzt noch ein bisschen was hier und dann fahre ich gleich wieder nach Hause. Das sind ja nur 2,5 Stunden oder so. Ja. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.